Zwick zum Gate, durch das Corner. Corner, durch zu Wurz. Bergbauer ist mal oder mal los. In Trier hat mir eine ihr Hotelzimmer geschenkt. Die hat mir 20 Minuten zugehört, hat mir Handynummer reingeschmissen in den Koffer und wollte wissen, wo ich abends spiele. Heute bei mir zu Gast Tobi alias Enzian Music. Hallo. Hallo. Du machst dein Soloprojekt seit 2016, also noch gar nicht so lange, aber hast ja schon eine etwas längere Geschichte, was Musik angeht. Wie bist du zur Musik gekommen? Tatsächlich über die musikalische Früherziehung haben mich da meine Eltern reingesteckt. Jetzt hocke ich hier als Rockmusiker, habe aber trotzdem ein Jahr lang Flöte gelernt. Aha. Ich glaube, das haben viele Musiker gemacht, weil es sagt wahrscheinlich keiner. Stimmt, Blockflöte habe ich auch gelernt, als Kind so in der Grundschule, das war so eine AG. Genau, ja. War dann in der Big Band, in Schulbands und irgendwann nach der Schule habe ich hier in Nürnberg meine erste Rockband dann gefunden. Davor war ich 5 Jahre lang in einer Partyband, also ich habe schon sämtliche Genres eigentlich durchlebt. Okay, und jetzt ist es eben das Singer-Songwriter-Dasein und ja auch mit der Besonderheit, dass es auf Deutsch ist, tatsächlich. Absolut, ja. Es ist eigentlich das komplette Gegenteil zu dem, was ich in der Band mache. In der Band schreibe ich halt eigentlich ausnahmslos Englisch und im Soloprojekt fast mittlerweile ausnahmslos Deutsch. Ich habe auch ein, zwei englische Texte, aber die spiele ich tatsächlich eher weniger. Ich kann einfach die Gefühle besser ausdrücken in Deutsch und habe jetzt auch 3 oder 4 Mundart-Songs seit kurzem wieder in mein Repertoire aufgenommen. Okay, und welche Vorteile hat es, alleine auf der Bühne zu stehen? Hat es Vorteile, hat es Nachteile? Sowohl als auch. Vorteile sind, ich kann machen, was ich will. Ich bin zu 100% ich halt auf der Bühne, was dann auch wieder ein Nachteil ist, weil ich kann mich halt nicht mehr auf die anderen verlassen. Also wenn ich Scheiße baue, dann ist es mein Ding. Ist dann dementsprechend auch das Lampenfieber größer, wenn man alleine auf eine Bühne geht, weil man weiß, alle Augen sind ja zwangsläufig jetzt nur auf mich gerichtet? Ja, absolut. Okay. Weil ich bin eh sehr perfektionistisch, was das angeht. Ich mache sehr viele Hochzeiten, also das habe ich 2019 jetzt für mich gefunden, weil man damit halt mal Kohle verdient als Musiker. Das war halt ungefähr noch nie der Fall. Und gerade da will man es halt zu 100% jedem recht machen und da bin ich immer massiv nervös und das habe ich in der Band nicht so das Gefühl eigentlich. Okay. Also schon auch, aber nicht so in diesem Maße. Warum Deutsch? Du hast das gerade schon kurz angerissen, aber ja nicht nur Deutsch, sondern auch Mundart, heißt mit Dialekt. Genau so ist es, ja. Vielleicht, wie man schon hört, ich komme nicht von hier. Ich bin eigentlich aus Niederbayern, aus dem Passauer Land. Und ja, dementsprechend singe ich dann auch Niederbayerisch in meinen Songs. Ich habe mir da das erste Mal darin probiert, nachdem ich vor 2 Jahren mal in meinem Urlaub auf einem Bergbauernhof gearbeitet habe. Und hatte ich auch mal Gitarre dabei und dann hatte die Bäuerin gemeint, ich soll doch ein Lied drüber schreiben über die ganze Zeit, über die ganzen Torturen. Und dachte mir, es passt eigentlich am besten, wenn ich das in meiner Muttersprache schreibe und singe, weil es dann am besten rüberkommt und habe da sehr positives Feedback bekommen. Und seitdem habe ich nochmal 2, 3 andere Songs geschrieben im Mundart und tue mir da tatsächlich leicht, jetzt auch sowas zu schreiben. Früher war das irgendwie komisch, weil das so aufgesetzt war. Man kennt einige Mundart-Bands und da wollte man das irgendwie so nachmachen und war irgendwie komisch auf jeden Fall. Aber mittlerweile habe ich da meinen Style gefunden und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und wie gesagt, bekomme gutes Feedback und da werde ich da definitiv weitermachen. Ja, dann knüpfen wir doch da mal an. Bergbauern-Song, der dich dazu gebracht hat, dann die Mundart weiter zu vertiefen. Du hast deine Gitarre mitgebracht. Dürfen wir den Song mal hören? Kannst du uns den spielen? Den Bergbauern-Song? Ja. Okay. Aufstehen um 5 Uhr, schau wieder kein Ring. Dann steh mir mal drauf ein, heute wird's wieder streng. Doch erst einmal zum Stall ausmessen, halbe 6, wär angeschissen. Es ist doch ein geiler Start in einem Bergbauerntag. Zum Mittag gibt's gute Südtiroler Kost. Memo an mich, los ein bisschen mehr Blut. Völlig voll gefressen muss ich wieder raus aufs Feld. Und für die Buglerei säge ich nicht einmal ein Gate. Zwick zum Gate, dort ist keiner.
keiner tut so was. Bergbauer ist mir oder mein Lust. Zixen geht's, tut das keiner. Keiner tut so was. Bergbauer ist mir. Der Bergbauer ist mir oder mein Lust. Sehr gut, vielen Dank. 3 Wochen im Auto gepennt, auf einer Tour. Normalerweise hat man immer so die Vorstellung, ja, Rockstar-Leben, ne? Man tourt halt, ja. Aber wie lief das ab? Hast du die Tour selber geplant? Erzähl mal ein bisschen. 19. April ging die los damals, genau. Hatte eigentlich so im September, Oktober im Vorjahr schon alles fertig. Mhm. Hab bestimmt um die 500 Leute angeschrieben, mhm, in ganz Deutschland. Ich bin über die Song Slams zu Open Stages gekommen, weil irgendwann war mir das einfach zu blöd, sich zu messen und dann, ja, hunderte von Kilometern zu fahren und dann, ja, mit leeren Händen wieder heimzufahren, ja, so ungefähr. Und deswegen habe ich mir die coolsten Open Stages in Deutschland rausgeschaut. Ja. Das waren nur so 6 Stück oder so, okay, so um den Dreh, und habe dann daran außenrum meine Tour gebastelt. Mhm. So war der Plan zumindest. Letzten, ja, Endes war es dann ein Hin- und Herfahren, also ich habe sehr viele Kilometer runtergeschluckt auf jeden Fall, weil ich habe angefangen irgendwo in Frankfurt, dann runter nach Ulm, mhm, bis nach Berlin hoch, über Trier, Luxemburg, München, Nürnberg. Ich war nicht schlecht, schön unterwegs in, ja, in Deutschland. habe halt überwiegend im Auto gepennt, um Kosten halt zu reduzieren, mhm. Mhm. Und habe tagsüber immer auch auf der Straße gespielt, um mir quasi da mein Essen, meine Getränke halt zu kaufen. Hab dann auch ab und zu mal im Bars gespielt, was tatsächlich die meiste Kohle eingebracht hat. Das war aber immer so Variablen, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ja. Womit ich auch nicht gerechnet habe, dass ich geblitzt wäre. Und das hat mir dann eigentlich wieder das Comedy, ja, Plus wieder rausgezogen. so im Nachhinein, es war richtig krass. Ich habe nur positive Sachen erfahren. Auf der Straße war mega cool. Ich habe vor meinem größten Publikum jemals gespielt, mhm, im Roxy in Ulm vor über 800. Ja, das ist ein Begriff, ja. Total irre, mit Matthias Matuschik halt, der das da moderiert hat. Und dann im Marburg vor über 500 Gästen. Und dann dachte ich, wenn mich immer gefragt hat, was war denn so das Geilste, habe ich immer sofort Roxy gesagt, weil da waren 800 Gäste. Aber eigentlich war es so ein Moment in Karlsruhe bei, keine Ahnung, 5 Grad draußen, habe ich halt 5 Stunden gespielt und einer hat mir halt dann einfach mal das Suppe gebracht und hat sich mit mir eine halbe Stunde unterhalten. Ja, schön. Oder in Trier hat mir eine ihr Hotelzimmer geschenkt. Die hat mir 20 Minuten zugehört, hat mir Handynummer reingeschmissen in den Koffer und wollte wissen, wo ich abends spiele. Und ist dann da hingekommen und hat gemeint, sie muss früher abreisen, hat das Hotel schon gebucht und ob ich denn nicht das Hotelzimmer haben möchte. Das weil ist ich, nett. Ja, ja, absolut. Also solche Sachen, wenn man erfährt, ist es irre und das hat die Tour-Show für mich ausgemacht. Habe sehr viele Musiker kennengelernt. In Frankfurt habe ich einen kennengelernt, der hat sich seine Eheringe mit Straßenmusik verdient über den Winter. Also okay, total irre Sachen. Ich freue mich dann jetzt auf den Song Vermissen von Enzian Music und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Servus und Ade. Ciao. Es scheint alles schon verloren. Hab statt Liebe viel mehr Zorn. Was mach ich jetzt mit der Zeit? Sie ist die Einzige, die bleibt. Ich warte nur noch auf die Sonne, dass sie endlich wieder scheint. Vielleicht sind wir dann wieder mal vereint. Das, was ich von dir habe, ist ein ehrliches Gesicht. Ich wollte es nie glauben, dass ich dich so vermisse.